Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Tower Defense in Skibidi Toilet mit Einizock. Und Leute, ihr wisst vielleicht schon aus der letzten Folge, ich habe den Titan TV-Man gezogen. 1% Chance, dass wir den Legendary bekommen. Und den werden wir heute testen. Ich werde Einizock auf jeden Fall auch gönnen, Leute. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock. Lasst ein Like da. Checkt auf jeden Fall gerne mal Einizock-Blocks aus. Das ist nämlich der neue Roblox-Kanal von Einizock, falls ihr seine Ansicht sehen wollt. Ansonsten gehen wir rein. Let's go. Heidi, bist du heute bereit für den Titan TV-Man? Yo, Alter, was geht ab, Mann? Natürlich, aber wir müssen vorher noch ein paar Packs ziehen, glaube ich. Du meinst, du ziehst heute auch Legendary, oder was? Ja, hoffentlich, ne? Ich will auch den Titan TV-Man oder vielleicht den Titan Speaker-Man. Das wäre natürlich krass. Okay, ich mache dir folgenden Deal. Du darfst, also wir ziehen jetzt jeder 10 Pakete auf ganz entspannt und dann darfst du noch mal ein komplettes 10er-Pack alleine aufmachen, falls du nichts Gutes gezogen hast. Ist das ein Deal? Ja, okay. Das ist, würde ich sagen, ein Deal. Alles klar, okay. Alter. Dann hole ich mir erstmal ein paar Coins und dann let's go, ne? Let's go, würde ich sagen. Alles klar, Denno. Ich würde dann sagen, dann ziehe ich erstmal direkt 10-mal am Stück, ne? Okay, Digga. Seh zu. Gib Gas. Komm schon. Gönn was gut. Bro, das ist. Ich habe 5-mal Cameraman, Speakerman, 1-mal TV-Man. Alter, ich habe nach 10 Zügen nichts gezogen. Ich habe die alle schon. Oh, no. Oh, mein Gott. Bro. Okay. Bro, ich probiere es nochmal. Ich habe noch 10 weitere. Komm schon. Ey, schon wieder der gleiche Dreck. Aber warte mal, ich verkaufe die. Dann kann ich mir vielleicht noch ein paar ziehen, oder? Ja, ich würde sagen, das ist fair. Dann, ich mach's ganz entspannt. Ich nehme direkt den Speakerman. Okay, ich zieh direkt 10. Ich zieh direkt 10, Bro. Ja, weil wir wollen ja auch nicht so viel Zeit verlieren. Mhm. Und rein! Hast du was? Ich habe den TV-Man bekommen, aber den habe ich ja schon. Ja, das ist blöd, ey. Mann. Nix. Nichts. Okay, hast du so viel gezogen? Du hast 10 Stück gezogen? Ich habe 10 Stück direkt gezogen, Bro. Okay, ich kann noch 5-mal ziehen, Alter. 5-mal. Cameraman. Oh, Mann. Dann noch einmal Cameraman. Was ist denn hier los? Gönn doch mal was. Ich brauche wenigstens einen lilanen. 4% Chance. Ja, ich habe den großen TV-Man gezogen, Alter. Yes! Ja, Large TV-Man. Endlich. Finally. Ey, 2 Ziehungen habe ich noch. Warte mal. Cameraman. Okay, aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. War das episch oder was? Hast du episch gezogen? Episch. Ja. Oh, wir haben eine neue Unit jetzt im Spiel. Die kommt nämlich von deiner Seite. Ich zeig sie dir, Alter. Guck mal hier, warte. Guck dir mal an, hier. Der hier, siehst du? Sehr geil. Oha. Oh, man sieht sogar, wie viel Damage, Cooldown und so weiter die haben. Okay, Bro. Ich würde sagen, da sind wir gut dabei. Ja, let's go. Okay, Alter. Dann würde ich sagen, ziehen wir die rein, bevor wir in die Map gehen. Nicht vergessen. Ne? Letztens haben wir den Fehler gemacht. Alles klar. Welche Map machen wir diesmal, Kollege? Wir müssen über Welle 20 kommen diesmal. Bro, wir müssen auf jeden Fall... Also, wenn wir easy nicht mal schaffen, weiß ich nicht weiter. Aber ich glaube, heute schaffen wir es. Ich will dir nur mal was zeigen. Es gibt zwei komische, sehr komische Sachen hier. Guck mal. Auf der einen Seite, da ist so eine Map mit UFOs und da steht Fragezeichen. Und auf der anderen Seite, da ist das auch so, Bro. Was soll das bedeuten? Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich weiß es nicht, Bro. Vielleicht nehmen wir eine andere Map, die machen wir auf easy und wir probieren es bis Level 20. Wenn wir das nicht schaffen, gehen wir auf diese Mystery Map, oder? Ja, machen wir so. Ja. Das ist alles der Deal. Klar. Alright. Wir waren bei easy, aber wir waren in der City. Ja gut, dann können wir die City normal machen, ne? Ich würde sagen, rein da und dieses Mal holen wir uns den Sieg. Come on. Jetzt müssen wir es taktisch angehen, Freunde. Wir müssen in diese Ecken... So, Moment. Erstmal die Musik ausmachen immer, ne? So, das muss man nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob die das Auto-Skip drin lassen, ehrlich gesagt. Bro. Oh Gott, wir werden angegriffen! Ich platziere die hier, meine Tower! Oh mein... Hä? Du bist... Wow. Warum bist du hingefallen, Bro? Ja, weil das Teil... Oh, jetzt bin ich unter der Map. Immer wenn du... ID, hilf mir! Die Wellen kommen doch schon! Ich helfe dir, dein Speakerman! Moment! Platzieren wir erstmal den hier. Ich versuche den umzudrehen, damit er auch schön bedrohlich hier wirkt. Hier platziere ich einen. Alles klar. Der guckt in die falsche Richtung. Pff. Nein.
Nein, er guckt in die falsche Richtung. Ja, aber er wird gleich in die richtige Richtung schauen. Bro, mach mal Skipwave an, wir kriegen da nämlich extra Cash. Ah, okay, das wusste ich nicht. Mhm. Alles klar, so, dann pass mal auf, Kollege. Den platziere ich hier, Alter. Oh, Alter, ja, Schwede. Vielleicht muss ich noch einen kleinen Cameraman neben ihn platzieren, weil wir wollen ja erstmal anfangen. Bist du bereit für was noch Größeres, Bro? Was denn? Titan TV Minister! Oh, Alter, yo. Hat der so eine große Range? Ja, Alter. Mann. Und das schon aber von Anfang an. Guck mal das Upgrade an. Okay, der macht schon Damage, aber der ist... Ist das ein Laubbläsegeräusch? Das klingt... Tatsächlich. Das klingt wie ein Föhn. Okay, ich gebe dir mal ein bisschen begleitende Gesellschaft hier. Und zwar mit meinem vergrößerten TV-Man. Boah. Und den upgrade ich jetzt. Und noch einmal. TV-Man kriegt 3. Jetzt von mir auch ein Upgrade, Bro. Und zwar genau jetzt. Wird der größer? Oh, okay, geil. Nice, nice, nice. Alles klar, wir müssen natürlich darauf achten. Weißt du, was wir machen können? Ich platziere hier noch ein paar so ein bisschen aufgeteilter. Ne? Hier ist ein sehr guter Spot. Weißt du was? Platziere an dieser Stelle, wo ich stehe, platziere mal deinen Titan TV-Man. Vor der Bushaltestelle hier, oder was? Ja, ne, genau an dieser Stelle, weil dann kriegt der alles ab. Dann kriegt er jede Moment. Ecke. Okay, Moment. Da packe ich ihn jetzt hin. Ja, genau. Und ich upgrade den jetzt mal. $2000 kostet das. Okay. Hast du das jetzt echt gerade gemacht? Ja, ich habe den geupgradet. Junge, wie reich bist du gewesen? Alter. Soll ich den nochmal upgraden? Ich kann den gleich auf Level 3 machen, wenn du willst. Oh, Bro. Ich hab jetzt den hier vorne auf Level 2, weil die fangen auf Level 0 an. Bro. Ja. Oh, da sind schon ein paar größere von diesen Waschbecken-Skibbidi-Toilets-Roblox-Teilen. Oh, jetzt kommt eine große Welle. Oh. Okay. Mhm. Okay. Cool bleiben. Upgrade Level 3. Nee, Level 2 ist er. Okay. Warte mal, was haben wir hier vorne? Der Speakerman auf jeden Fall. Den würde ich auch gerne nochmal hoch haben. Alles klar, ja, dann macht es das Ganze leicht erklären. So, ich platziere meine. Natürlich, weißt du was, die Cameramen werden gleich verkauft. Die werden gleich schnurstracks verkauft, sage ich dir. So, hier platzieren wir mal zwei TV-Man. Die müssen richtig stark werden. Yo. Come on, Upgrade Time. So, okay. Alles klar, wir sind in Welle 14 schon, Bro. Alter, das läuft gerade, glaube ich, richtig krass, oder? Das läuft gut, aber wir dürfen nicht übermütig werden. So, mein TV-Man kriegt jetzt Level 3 Upgrade. Der andere... Moment. Für $200 habe ich gerade Max Level gemacht. Das ist voll der Glitch gewesen. Das letzte Level hat einfach nur $200 gekostet. Was? Echt? Ja. Wir haben richtig viel Cash bekommen. Alles klar, weißt du was? Ich sorg mal dafür, dass wir hier ein bisschen mehr Defense aufbauen. So, okay. Ich glaube, ich nehme das hier. So werde ich stellen. Oh mein Gott, Alter. Yo. So, ich platziere ein bisschen mehr für die Defense schon mal. So. Okay. Dann gehe ich mal an den Anfang, weil die müssen wir am stärksten machen. Wobei, naja. Warte mal ganz kurz. Also, die kommen jetzt mittlerweile schon hier durch, Bro. Bro, probier das auch mal aus. Geh mal zu einem TV-Man, der noch nicht geupgradet ist. Zu diesem Large-TV-Man. Okay. Upgrade den. Und dann siehst du, das letzte Level kostet nur $200. Moment. Ich mach's. Hä? Ja? What the? Was? Was ist da denn passiert? Das ist gut. Das ist sehr gut. Richtig komisch, Mann. Aber ey, das macht's ja leichter für uns. Leute, Aldi hat schon wieder die Glitch-Einheit gezogen. Keiner kommt hier vorbei. Guck dir das mal an. Oh. Wie viel Damage die kassieren gerade. Alter. Oha, Mann. Oh, die sind stärker. Alles klar. Alter, was ist das für eine starke Einheit? Yo, so. Ich habe den jetzt nochmal platziert und geupgradet. Du musst noch mehr von diesen Titans platzieren. Wave 19. Wave 19 jetzt. Jetzt ist es kritisch, Alter. Platzier maximal deine Einheiten, wie du sie hast. Guck mal da hinten. Guck mal hier hin. Ich mach hier schon, Bro. Leute. Die ganze Map voller Titan, Cameraman. Eigentlich alles Cameraman. TV-Man meinst du. Oh, die Welle läuft schlecht.
Die Welle. Verdammt, Bro! Verdammt, Bro! Wir müssen kommen hier nicht durch. Wir müssen Gas geben. Ich bin hier. Upgrade, 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 upgrade. Komm, mach Damage, ich will upgraden. Na los! Na los! Okay, ich glaube, Autoskip sollten wir jetzt deaktivieren, damit wir mehr Zeit haben, Bro. Wir sind in Welle 20 bereits. Wir warten die Welle noch ab. Wir warten, ja, ich will gucken, wie schwer die jetzt noch wird. Guck mal hier. Die kommen nämlich nicht durch. Ich glaube, das war gerade so eine extra schwere Welle. Alter, meint ihr, wir schaffen Welle 30? Okay. Oh also Gott. Bisher, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber ich sag, wir können jetzt gerade mal so eine ruhige Phase haben. Ja, das läuft doch von ganz alleine. Genau. Ey, wie krass das aussieht, Mann. Bro, du hast hier die Mega-Unit aus Schlachtfeld gebracht. Ja, sag dir, wie es ist. Natürlich, man lernt ja daraus, ne? Man lernt ja. So, die Upgrades von deinem Titan TV, man, die werden so teuer werden. Aber wir haben viel mehr Potenzial. Weißt du, noch in den ersten Runden kam ja das Limit, dass wir zu viele Cameramen haben und die nicht weiter upgraden konnten. Und jetzt haben wir zu wenig Geld. Das ist das Einzige. Es gibt auf jeden Fall noch, soweit ich weiß, oft... Moment. Das ist immer noch Welle 20, ich sag's dir. Hier geht's wieder los, die Bosse. Ist das eine Katze? Ist das ein Katzenposter? Oh, da kommen Raketen durch. Nur guck mal, wie die durchziehen. Oh mein Gott, wir sollten vielleicht den Autoskip rausnehmen. Die gehen down. Ja? Die gehen down. Okay, ich upgrade am besten einen von denen gleich. Wir haben kein Geld. So. Ja, Mann. Gerade sieht es echt schwierig aus. Ich glaube, ich platziere einfach nur am laufenden Band neue Titan Cameraman. Cameraman. Hast du schon dein Maximum ausgeschöpft? Noch nicht. Aber mach mal hier bitte, Bro. Hier so zwischen diesen Titan TV-Man. Mach mal da noch deine Kamera. Ich habe kein Geld. Oh, okay. Ich mach die hier in der Reihe zwischen den Bushaltestellen, dass die da richtig Range bekommen. So, das wird gut sein. Aber wir kriegen kein Geld. Ey, da ist der Letzte. Oh, das ist der Boss! Das ist der Boss! Das ist Scientist! Das ist der Boss! Der Sigma-Boss! What? Komm! Und tschüss! Feierabend! Yes, Mann! Oh, aber der hat voll kein Geld gegeben. Abzeichen erhalten! Nice. Oha! Haben wir gewonnen? Heißt, wir haben Welle 20, glaube ich, geschafft, ne? Wir haben gewonnen! Ja! Wir haben das ganze Spiel gewonnen! Oh mein Let's Gott! Let's go! Ich dachte, dass es danach noch weitergeht, aber Alter, das war Easy Mode, oder? Ja, das war der Easy Mode. Der ist jetzt viel zu easy, Bro. Bro, haben wir Coins bekommen dafür? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, 200 Coins haben wir bekommen und ich sehe sogar unten, dann wir haben einen Kristall gekriegt, Bro. Boah, man, es gibt was kann man eine mit Halloween Kristallen machen? Box. Oh, für 400 Kristalle kriegst du so eine Halloween-Box. Ich sehe es. Ey, Leute, ganz ehrlich, in die Kommentare Hashtag Halloween, wenn wir in der nächsten Folge diese Halloween-Boxen öffnen sollen. Dann holen Aidi und ich uns welche und dann machen wir Pack-Opening mit den Dingern. Ja, machen wir, ey. So, dann ziehen wir jetzt zweimal. Komm, zweimal können wir ziehen. Alles klar, ich habe den Cameraman. Ja, wie sieht's bei dir aus? Oh, Cameraman. Okay, und Speakerman. Aber ey, jetzt. Ich versuch mal... Der mythische, pass auf! Der mythische Speakerman. Warte mal, ich kann ja was verkaufen. Wir haben ja noch ein paar Sachen. Einer geht noch. TV-Man, oh, na gut. Wie viele Coins hast du jetzt noch? Ich hab 4.400, aber wie gesagt, ich hab schon doppelt gezogen, ne? Okay, dann zieh ich jetzt auch noch... nächste Folge auf. Cinemaman! Der Mythische, das kann nicht sein! Was? Wie was viel Glück will man haben? Ich hab nichts gehört, was hast du gezogen? Mythische Einheit, Cinemaman. Was ist der Cinemaman? Den machen wir erst in der nächsten Folge, ganz klar. Ganz was klar. Was ist der Cinemaman? Bro, guck dir diese Unit an! Ist das ein Halloween-Item oder ist es ein Special? Mythisch. Der Schwede. Ich würde sagen... Alter. Puh. Dann lass mal zu der UFO-Map gehen, oder? Okay, wie du willst. Du hast gesagt, ne? Wir gehen... Auf nee, den also Mond. Also nächste Map okay. geht da nicht. Na los, let's go, komm. Oh, schaffen wir Junge. Schon. Man kriegt 2500. Warum ist das hart? Oh mein Gott, wenn wir das schaffen, dann kriegen wir 2500 Coins. Let's go, Bro. Gehen wir rein. Oh Gott, es geht schon los, es geht schon los. Warte, wir haben ja gar kein Geld. Wir haben nur 300 Coins. Okay, wir platzieren erstmal einen normalen TV-Man. So, hier vorne TV-Man. Vielleicht. Hier haben wir bessere Reichweite. Ich habe erstmal einen Cameraman und einen TV-Man. Es ist übelst dunkel hier. Bro, du musst das platzieren, das ist sonst kritisch. Genau, der ist wichtig. Ey, wo hast weißt du was? Uns hingeritten? Ich verkaufe den.
Ich verkaufe den für den Fall, dass so... Oh mein Gott, du kriegst ja weniger Geld raus, als du... Oh, ich kann Skip mir immer noch Wave, Bro. Komm schon, wir brauchen die extra Kohle. Das war dumm von mir. Jetzt habe ich meine Einheiten verkauft. Warte mal kurz. Du hast doch hier noch einen TV-Man. Also hier ist doch alles safe. Okay, alles klar. So, zweiter TV-Man. Ja, ich warte ab. Ich will nämlich jetzt den großen. Ich auch, ich auch. Ich warte auf den großen. Und dann kommt der bei mir hier hin. Hier. Das ist voll die gute Map. Hier gibt's richtig viele Kurven. So, komm. 400. So. Ja, let's go. Was? Hast du das gesehen? Wir haben unsere Einheiten ineinander platziert. Wir haben den TV Speakerman erfunden. Den großen TV Speakerman. Wer kennt ihn nicht? Ey, Mann. Alter. Wie cool. Oh mein Gott. Okay, das ist gut. Ey, das sind Aliens, gibi die Toilets, ne? Boah, tatsächlich. Jetzt, wo du es sagst, puh. Einfach Aliens, gibi die Toilets. Okay. Wo ist die nächste Skip Welle? Wave, Bro. Du musst die Wave skippen. Alles klar. Rein. 500 Coins, gut, dann upgrade ich damit meinen TV Large Man. Oh, die ist groß, die Welle. Die ist groß. Komm schon, TV Man. Ihr schafft da. Nein, ihr damage die gut, aber ihr jetzt macht das schlecht. Und los. Auf geht's, TV Man. Zeig, was du auf dem Mond los kannst. Und mein zweiter TV Man daneben. Oh. Alter, dein Laubgebläse, ne? Ich höre das. Das wird auf jeden Fall. Ja, okay. Kommt durch. Ja, und. Es wird knapp, aber es kommt durch. Ich platziere noch mehr. Ich platziere noch mehr. So. Ich auch. Die TV-Mans, die Titan-TV-Mans sind jetzt schon am Start. Okay. So, das ist eine undurchdringbare Mauer hier. Bis jetzt. Bis jetzt. Oh, guckt euch das an. Ey, Leute, Heidi hat echt mit Abstand die smarteste Unit von allen. Also der TV-Man hier, der ist so günstig und so heftig stark. Ja. Gottlos, das letzte Upgrade. Oh, boah, der ist auch gut platziert. Der ist gut und der ist gut. Oh, Vorsicht, das ist Speeder. Der wird uns alle... Nein! Was? Jo, nein! Was ist das denn? Der hat 27.000 Leben. Unsere Basis wird noch nicht komplett wir zerstört, dead, wenn er durchläuft, oder? Wir sind dead. Wir sind dead. Nein, oder? Oh! 27.000 Leben. Hast du noch Fragen, Bro? Das ist doch unfair. Das geht auch nicht mit Legendary oder mystischen Items. Wir haben aber noch eine Map, die wir testen können, oder? Wir könnten bestimmt in Medium reingehen. Das ist eine Schwierigkeitsstufe höher. Mhm. Dann lass mal in die Wastelands. Meinst du, das ist abhängig davon, wie viele Charaktere in der Map sind? Komm rein, schnell. Okay. Ja. Also ich würde sagen, das könnte auch mit den Wellen zusammenhängen. Vielleicht sind das jetzt hier sogar 30 Wellen. Das weiß man nicht. Boah. Wir haben nur 20 Coins bekommen diese Runde. Aber wir kriegen 500, wenn wir das hier schaffen. Dann fokussieren wir uns direkt zu Beginn auf diese... Wo spawnen die denn? Boah, das ist so eine ekelhafte Map. Mhm. Ja, ich finde eigentlich hier vorne, Bro, ganz gut. Kann man gut Reichweite ausnutzen. Ich warte auf ein bisschen Geld. Geld. Warte einfach. Genau, du dann kannst dann deine Super-Unit posten. Ja, dann machen wir nur Large TV, man. Hau Autoskip rein. Dann kriegen wir noch mehr Cash. Okay, erster ist platziert. Alles klar, den zweiten platziere ich jetzt. Erst einmal so viel es geht platzieren, okay? Dann upgraden. Oh, der nächste kommt. Weißt du, wir dachten, wir hätten so eine stronge Unit. Aber die wurden einfach von dem Typen zerstört. Ey, also der hatte aber auch wirklich richtig viel HP und war noch eine Rakete, ne? Dein Laubgebläse ist wieder da. Okay, so, ich glaube, einen platziere ich hier noch. Ey, das ist die undurchdringbare Mauer. Oder zwei, komm, da geht noch was. So, und jetzt fange ich an, die abzugraden. Wenn die hier durchkommen, dann ist die Map eh verloren. Also, da stehen so viele Units gerade schon, Mann. Ja, die kommen nicht weit. Die kommen nicht mal zu deinem. Die kommen nicht mal zu deinem. Okay, jetzt upgrade ich den, damit er alles fertig macht. Ich helfe dir. Boah, du kannst hier in die Ecke einen platzieren oder hier, an diese Stelle. Warte mal ganz kurz. Ein Upgrade bringt den Cooldown vom Angriff auf 0,2. Ja, Sehe ich das richtig? Danach wird der Cooldown einfach wieder höher gesetzt. Moment, ich upgrade mal 0,6. Danach geht es wieder auf 0,2 und mehr Damage. Ja, das ist weird. Dafür ist das letzte Upgrade $200 nur bei dem... Weißt du, was ich noch nicht gemacht habe? Ich habe den Titan TV Man noch nicht auf Max Upgrade geschraubt. Und der letzte Cooldown, der nur $200 kostet, 0,1. Guck dir das an. Guck dir das an. Ich weiß. Alleine durch den kommen die nicht durch. Ich weiß. Siehst du das? Das ist krass. Das
Das sind doppelte Damage. Wir müssen alle Large TV-Man auf Max upgraden, weil das bringt es richtig. Boah, guck dir das an. Selbst die Großen kriegt der schon fast down. Okay, so, jetzt upgrade ich den. Level 3 und Level 4. Der nächste ist ready. Und die kommt nicht durch. Guck dir das an. What? Die sind gerade in der Range. Und schon down, down. Ey, stell mal hier welche auf, direkt vor dem Portal, Mann, dass sie direkt mal Hallo sagen können. Ja, Moment. Na. So, direkt Hallo sagen. Hallöchen. So, upgraden. Okay. Alter, erledigt. Guck dir das an. Erledigt, Digga. Wo sind deine TV-Man? Wo sind deine Titan-TV-Man? Bro, ich... Was soll ich sagen, Bruder? Also, das reicht doch. 5000 Damage! Die machen dem jeden 5000 Damage! Okay, Moment. Hast du den schon maxed out gemacht? Ja, klar. Oh, okay. Setz rein, Bruder. Wir machen jetzt... Ey, wir müssen mal... Eine Map hätte ich richtig Bock, mal nur deine Unit zu zocken. Nur diese TV-Man, die du hast. Ja, ne? Guck dir das an. Wir sind schon in Welle 14. Wir rasieren dieses gesamte Spiel. Wir haben das System gedribbelt. Es ist komplett rigged. Wir haben es geschafft. So, die müssen wir noch upgraden. Und dann sage ich dir, gibt's hier kein Durchkommen. Guck dir das an. 2000 Damage pro Sekunde. 5000 Damage. Bam, 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 Alter. Guck dir das an, Welle 15. Die kommen hier nicht durch. Ey. Und es gibt ja noch den Rückweg. Ich weiß. Das wird gar nichts hier mit denen. So, nächste Upgrade. Ich habe schon den nächsten maxed out. Also bevor ich neue platziere, mache ich die lieber maxed outen. Oh, die sind schnell. Kein Problem. Die kommen nicht vorbei. Yo, Leute, das ist die krasseste Dominanz. Mit diesem Large TV-Man. Oh mein Gott. Guck dir das an. Was soll ich sagen, Bro? Aber also die Map war schon gewonnen, bevor wir überhaupt drauf waren. So ein Ding ist das. Wir wissen es noch nicht. Es reicht, wenn einer kommt, der 10.000, der 10-mal mehr Leben hat. Okay. So, jetzt ist der nächste maxed out. Oh, Titan TV-Man. Junge, er hat 0,1 auf 1.000 Schaden. Was? Was zur... Yo, 30.000! Wir sind jetzt in Welle 19. Okay. Ich verkauf die Units, weil ich brauche sie nicht mehr. Nein, guck dir das an. Guck dir das an. Das wird nichts mehr. Der Titan TV-Man macht 1.000. Es kann ein Gegner kommen. Es gibt am Ende den großen Boss. Am Ende gibt es diesen ganz großen Big Boss. Und der macht uns fertig. Das sage ich dir. Nein, Mann. Nicht mehr. Boah, ich habe den Titan TV-Man jetzt gemaxt. Feierabend. Toilettenman! Mülleimerman. Alter, so. Die werden so gelasert, Mann. Yo, guck dir das an. 2500. Warum löschst du deine Units hier? Wirst du sehen. Wir brauchen bist sie du nicht dir, mehr. Bist du dir sicher, dass deiner wirklich legendary 10, ist? 10.000 Schaden pro Sekunde. 10.000. Das ist krank. So, oh Mann, warte, das upgrade ich lieber nicht, weil dann würde die Cooldown auf 0,6 hochgehen. Das sind die Big Bosse. Guck das an. Guck das an. Guck dir das mal an. Oh, da ist der. Yo, die spawnen ja nicht mal. So, jetzt, Alter, guck dir. Einfach, weil ich richtig dreist bin, Bro. Moin. Ja. Alter, die spawnen gerade erst. Die sind so down. Das ist Welle 20. Ey, die 200 Coins. Wir brauchen Alter, ja gar nicht krass. Mehr investieren. Wir können ja eigentlich nur zocken und kriegen die ganze Zeit diese Ziehungen. Das ist ja easy. Also theoretisch könnte man sagen, ja. Alter, guck dir mal an. Waschbecken-Man. 6500er Damage. Warum kriege ich kein Geld? Ich krieg nur 5 Dollar pro Enemy gerade. Ja, wir bekommen immer, wenn wir eine Wave skippen, kriegen wir die Kohle. Deswegen sage ich dir immer... Oh, das ist der Big Boss! Tschüss. Noch ein... Oh, das ist der Große! Oh. Das ist der Große! 48.000 Leben. Was? Ey, die Welle... Welle 21? Was? Es geht weiter. Welle 30, sage ich dir. Okay, Bro, wir sind doch noch nicht durch. Ich glaube, wir müssen noch mehr Units platzieren hier. Wir müssen noch ein bisschen mehr eskalieren, Alter. Übertreib es nicht. Ja, wir müssen es tun. Es muss getan werden. Jetzt sieht man's zwar nicht mehr. Okay, du willst auf diese Tour. Na gut.
Stell dich in die Mitte, dann siehst du wenigstens etwas. Hier sind welche durchgekommen. Echt jetzt? Aber nur komm bis dahin. Schon! Los! Okay, es ist Zeit, dass ich die upgrade. So, erster ist geupgradet. Drei Stück, die hier platziert sind, sind noch nicht geupgradet. Du siehst, es ist noch knapp. Welle 22. Ich sehe einfach nichts, weil eigentlich alles zugebaut hat. Zoom maximal rein. Zoom maximal rein, dann siehst du es. Ey, yo, die kommt nicht durch. Guckt euch das an. Die haben so viel, die gucken so viel Fernsehen jetzt, wenn die rauskommen, dass direkt Rippen ist. Ey. Oh, der ist oh mein Gott. Okay, so viel auf einmal ist böse. So viel auf einmal sind böse. Yo. Oh, kein Problem. I got this. Ja. Du musst deine Titan. Warum Vorsicht. Hast du die verkauft? Warum Vorsicht, hast du die verkauft? Vorsicht, Vorsicht. Alles entspannt. Mach dir keine Sorgen. Okay, warte. Es wird Zeit, den nächsten für mich zu upgraden. Und noch $200 brauche ich noch. Oh mein Gott, das ist blöd, weil der Cooldown kommt. Ah, ja, nice. Oh, 2000 habe ich bekommen. Das könnte schwierig. Nee, wird nicht Na, schwierig. Na los. Wird nicht schwierig. Ich habe geupgradet. 70.000 Damage in der Sekunde. Oder schneller. Mein Gott, hast du alle geupgradet? Nein, zwei fehlen noch. Okay, lass mich mal gucken. Wobei, Alter. Ich glaube, ich gönne gleich meinen Titan-TV-Man hier auf der anderen Seite, hier hinten mal. Wenn du verkaufst, verlierst du, machst du Wertverlust. Nein, ich gönne dem gleich das Upgrade. Ah, boah, Bro, die haben so viel. Die haben so viel. Kein Aber sie Problem. Kommen nicht durch. Kein sie Problem. Kommen nicht durch. Welle 5 und 2, oh mein Gott. Was, wenn der Big Skibbity Toilet Boss irgendwann kommt? Ja, das könnte noch... Also, pass auf, Bro. Ich hab das, guck dir das an. Zwei Max Titan TV-Man jetzt. So, Bro, next upgrade. Ja, was hast du? Zwei Max Titan TV-Man stehen jetzt hier. Ich sag dir, jetzt kommt nichts mehr durch. Okay. Das müssten 20.000 Damage klar. sein. Da vertraue ich drauf. Ich überlege noch einige hier am Ende zu platzieren, für den Fall, dass irgendwas ist. Aber ich glaube es, ja. Ich sag, wir haben gewonnen. Ich sag, wir brauchen nichts mehr machen. Vertraust du mir? Nein. Okay, der vertraut mir nicht, Leute. Es ist, guck mal, jetzt kommen die wieder durch. Welle 25. Das ist langsam krass. Wie viele Wellen hat das hier, dieses Spiel? Ich würde sagen 30. Oh! Oh! Boah, da ist er! Updated Angry Boss! Bruder! Das schaffen wir nicht! Das schaffen wir nicht! Ich hab's dir gesagt! Bro, das war's! Was? Das war's! Ich hab's dir gesagt! Nein! Reiß die Units ab! Es ist zu spät, wir kriegen Reiß das die nicht Units mehr. Ab, Bro! Wir kriegen das Geld nicht mehr raus! Ich krieg das nicht mehr raus! Nein, wir kriegen zu wenig Geld zurück! Gott. Wir kriegen nur 200. Oh mein Gott! Bro, wie war das mit... Oh, vertraust du mir? Wir schaffen das, locker! Eine Million! Wie hardcore übertrieben ist das denn, Mann? Ich sag dir, was, wenn ein Boss kommt, der 10-mal mehr Damage hat oder 10-mal mehr Leben als alle anderen? Das ist krank! Wir haben den 300.000 Damage gemacht, aber das ist der Endboss gewesen. Bro, wir waren noch nicht ready. Wie? Also gut, wir hätten natürlich noch anders bauen können und zwar die Wege effektiver ausnutzen, hätten wir vielleicht machen sollen, hätten wir mehr rausgeholt. Aber ob man den dann trotzdem geschafft hätte, ich weiß glaube, das nicht. Hätte keinen Unterschied gemacht, weil, die sind ja alle auf, dann wäre das ja nur gespreadet, weißt du? Bam, minus 800.000 Damage. Ja, aber Leute, 200 Coins. Die sparen wir uns aber, glaube ich, für die nächste Folge auf. Safe. Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr den mythischen Charakter sehen wollt, Cinema Man, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt Hashtag Cinema auch noch in die Kommentare rein. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht bei IDBlocks rüber zu schauen. Dickes Küsschen. Deno out.